Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Meine Glossybox ist gerade angekommen und die packe ich jetzt mit euch zusammen aus. Na, machen und schauen. Oh, und mal schauen, ob ich es jetzt hier rauskriege. Ja, da habe ich sie. So, schaut mal, die sieht aber hübsch aus, oder? Finde ich ja richtig schön. Schöne Farben und machen wir mal auf. So ist dann der erste Blick da rein. Da habt ihr wieder diesen Flyer mit dem Code. Ne? Da könnt ihr die Produkte scannen und erfahrt dann ein bisschen mehr über die Produkte. Ja, und dann steht hier, die Drive-In-Edition entführt dich mit ihrem Spezialdesign in die faszinierende Unterwasserwelt, lässt dich von fernen Ländern träumen und versorgt dich mit unentbehrlichen Must-Haves für deinen Beauty, den Body und das Haar. Na? Dann können wir einmal reinschauen. Die Schleife gleich in der Hand. Bisschen hochgerutscht. Ja. Und das sind die Produkte in der Box. Sind hier immer 5 Produkte drin. Hier haben wir einmal von Bilou. Pflegendes Lippenöl, Caring Lip Öl steht hier. Also ein pflegendes Lippenöl von Bilou. Mal aufmachen. Oh, hübsch. Na, kommt in so einem Pink. Und ja, ein Lippenpflegestift. Oh, der riecht gut. Oh ja, den Duft mag ich gerne. Oh, richtig schön. Der riecht toll. Das erste Produkt von Bilou. Eine Lippenpflege. Dann haben wir hier etwas Größeres drin. Das ist dieses hier. Mermaid and Me Wild Hibiscus Clay Mask. Ja, eine Clean and Shiny Haarmaske. Kopfhaut und Haarmaske. Oh, das ist ja doof. Riecht aber ganz gut. Ich hoffe, das ist noch in Ordnung. Ist ja blöd, dass das so auf ist, ne? Das ist hier eingerissen. Okay, riecht ein bisschen fruchtig. Und ja, für Kopfhaut und Haar eine Maske. Ja, ich glaube, die ist noch gut. Da ist wohl alles in Ordnung mit. Ist nur oben irgendwie eingedrückt. Hm. Komisch, wo da ein Deckel drauf ist, ne? Naja, ihr habt ja auch ein bisschen, habe ich auch ein bisschen Produkt drin. Auf die trockene Kopfhaut auftragen und bis in die Haarspitzen verteilen. Mindestens 15 Minuten. Ja, einwirken lassen, dann gründlich mit Shampoo auswaschen für alle Haartypen. 1 bis 2 Mal pro Woche geeignet. Für 1 bis 2 Mal pro Woche. Eine Clean Scalp and Shiny Mask. Na? Von Mermaid and Me. Zweite Produkt. Dann haben wir da drin ein, ich würde sagen, ja, Mascara von Alverde. Mini Makes Maxi Alverde Mascara. Na, so schaut er aus. Ich mache den lieber noch nicht auf, weil ich habe einige jetzt schon offen. Und sobald man die ja dann öffnet, ja, sollte man die dann auch gebrauchen und langsam aufbrauchen. Ne? Ich habe jetzt einige offen. Von der Verpackung gefällt es mir sehr, sehr gut. Alverde ist ja sonst nicht so meins, aber ich probiere es aus. Ich bin gespannt. Dann haben wir da drin von Kushi Naturals Tropical Scrub ein Peeling. Das sind, wo steht das? Wie viele Milliliter sind das? 75 Milliliter, da haben wir es. Ne? Ein Körperpeeling von Kushi Naturals. Und dann kommen wir schon zum letzten Produkt. Das ist Cimibios London. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Ein R plus AHA
Rosé und Glycolic Acid. Ja. 50 Milliliter sind da drin. Und ja. Genau. Made in Italy. Ist wahrscheinlich auch noch zu. Nein, ich lasse das erstmal noch zu. Das ist das fünfte Produkt. Ja, Haar- und Hautpflege, ne? Ein Peeling. Dann dieser R und AHA, Rosé Glykoseacid. Und dann haben wir halt auch ein bisschen ja, Lippenpflege dabei. Und ein Mascara. Ich finde Mascara ja immer spannend. Dieser ist von Alverde. Ich bin ganz gespannt, wie ich den finde. Wie der ist. Also ne, von der Verpackung finde ich das ganz, ganz hübsch. Ne? Das wird hier so ein bisschen breiter. Genau. Und dann halt diese Maske für Kopfhaut und Haare mit wildem Hibiskus. Genau. 5 Produkte. Und dann ist die Box auch leer. Ja, das sind dann die Produkte aus meiner Glossy Box diesen Monat. Ich finde es okay. Ich bin jetzt nicht so mega begeistert. Also diese Lippenpflege riecht richtig toll. Eine Haarmaske, das kann man immer gebrauchen. Ein Body Scrub, ne, von Cushy Naturals. Mal schauen. Und eine Mascara von Alverde. Da weiß ich jetzt nicht so, ob mir das gefallen wird. Das probiere ich aus. Ja, die Preise werde ich euch alle einblenden. Ne? Ja, genau. Meine Glossy Box für Juli. Ich finde es okay. Ist jetzt nicht irgendwie so, wo ich sage, wow, toll. Ne? Sondern so, ja, ist okay. Ja, aber das ist eben so, wenn man so eine Boxen bestellt, man weiß ja nicht, was drin ist und mal ist man mehr begeistert, mal weniger und ja, aber man kann die Sachen ja gebrauchen, von daher ist es jetzt auch nicht, dass ich es gar nicht benutzen würde oder so, ne? So eine Maske finde ich ja auch toll eigentlich, habe nur gerade sehr viele Masken und ja, Mascara, da muss ich mal schauen, Alverde ist ja, ja, bei diesem dekorativer Kosmetik ist das nicht so meine Lieblingsmarke, aber mal sehen. Ich probiere es mal aus. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt an dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!